Hallo zusammen, schön euch wiederzusehen bei Pop-Up Science. In welcher Woche sind wir heute? In der DNA-Woche. Genau. DNA gibt es ja de facto überall. Bei uns gibt es das in jeder Zelle, aber nicht nur bei uns, sondern auch in allen Tieren, in allen Pflanzen. Also ja. Zum Beispiel da in dieser Blume, da ist auch DNA drinnen. Und jedes Lebewesen hat eine andere DNA. Eine andere DNA-Buchstabenabfolge. Und deswegen können wir, wenn wir die DNA-Buchstabenabfolge kennen, auch sagen, von welchem Lebewesen die DNA stammt. Und dafür haben wir heute für euch ein kleines Spiel vorbereitet. Genau. Das Spiel heißt DNA-Scope und dafür braucht ihr diesen Zettel. Genau. Den findet ihr bei uns in einem Link unter diesem Video oder auf unserer Website. Druckt euch den mal aus und dann seht ihr da diese Felder und die müsst ihr jetzt als erstes mal ausschneiden. Streifen und die schneidet ihr dann auch noch entlang von diesen kleinen Markierungen auseinander. So, und jetzt habt ihr da diese DNA-Bausteine und immer wenn man da drei, die zusammenpassen, so zusammengibt, ups, nicht so, so, dann hat man die Buchstabenreihenfolge, die von einem ganz bestimmten Tier kommt. Ihr seht da diese Buchstaben, wir haben ja in dem DNA-Geheimnis-Video schon gesprochen darüber, dass die DNA vier Buchstaben hat und je nachdem in welcher Reihenfolge die vorkommen, gehören die eben zu dem einen Tier oder zu dem anderen Tier. Diese Buchstabenreihenfolge nennt man auch DNA-Sequenz. Und diese DNA, die findet man nicht nur in jeder Körperzelle, sondern die findet man zum Beispiel auch in den Haaren, also wenn ihr irgendwo ein Haar verliert, dann kann man dort drin auch eure DNA finden. Oder, weißt du, wo man es auch findet? Im Gacki zum Beispiel auch. Ja. Und das nützen wir jetzt aus. Wir spielen jetzt, dass wir Forscherinnen in einem Nationalpark sind. Und in diesem Nationalpark leben verschiedene Tiere. Und die sind aber ganz scheu und verstecken sich vor uns. Und deswegen wissen wir gar nicht, wer dort alle lebt in dem Nationalpark. Aber wir werden jetzt suchen, ob wir vielleicht DNA-Spuren von den Tieren finden, wie zum Beispiel eben in einem Haar oder in einer Feder oder in einem Gacki. Und dann können wir vielleicht herausfinden, was für Tiere dort wohnen. Für das Spiel solltet ihr mindestens zu zweit sein. Eine Person versteckt die DNA-Spuren und die andere Person, das ist jetzt die Veronika, wird sie dann suchen und muss sich jetzt gut die Augen zuhalten. Hältst du dir die Augen zu? Und nicht schauen. Und ich lege mir da in der Zwischenzeit drei Gruppen zusammen von diesen Puzzleteilen, sodass ich Spuren von drei Tieren habe. So schaut das dann aus. Und noch ein drittes. So, das könnt ihr einfach irgendwie machen. Und dann nehmt ihr immer drei von diesen Teilen, die zusammenpassen, und versteckt sie irgendwo in unserem Nationalpark. Und das mache ich jetzt dreimal. Veronika, und du musst jetzt einfach schauen, ob du irgendwo unsere DNA-Spuren findest von drei Tieren. Auf den Tisch, damit du weißt, dass sie zusammengehören. Ich habe jetzt alles gefunden. Ich glaube, ich muss das nächstes Mal schwierige verstecken. Egal. Was ihr jetzt noch braucht, ist einen Internetzugang, weil wir werden jetzt eine DNA-Suchmaschine verwenden, um herauszufinden, von welchen Tieren die DNA stammt, die die Veronika gefunden hat. Im Internetbrowser geht dann einfach auf diese Adresse, die ihr auf diesem Blatt findet, oder wir haben sie auch für euch unter dem Video verlinkt. So, das ist unser DNA-Scope, unsere DNA-Suchmaschine. Und Veronika, kannst du mal jetzt deine erste gesuchte DNA zusammenbauen in die richtige Reihenfolge? Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr einfach eure gefundene Sequenz eingeben in die DNA-Suchmaschine. Bye.
So, wir haben in der Zwischenzeit schon von allen drei Tierspuren die Tiere dazu gefunden. Veronika, was hast denn du alles gefunden? Also ich habe einen Schmetterling gefunden, einen Stier und einen Hirsch. Ein Elch. Ein Elch. Super. Jetzt könnt ihr die Teile wieder neu durchmischen und euch abwechseln. Und die Veronika kann jetzt für mich die DNA-Spur verstecken. Das war schon wieder von unserer DNA-Woche und unserem DNA-Scope-Spiel. Die Anleitung dafür findet ihr auch als Download auf unserer Seite. Und wir sagen Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Thank you.